Heute stelle ich euch vor, drei verschiedene Knallfrösche. Einmal von Nico Feuerwerk, einmal von Panda, einmal von Keller. So, fangen wir mal mit dem von Panda an. So, sieht man gleich die unterschiedliche Verarbeitung, wie groß die eigentlich auch sind. Das ist ganz schön schlecht verarbeitet. Sind aber alle drei relativ nett. Schön aus. Naja, lassen wir uns mal überraschen, was das uns bringt. Wir gehen jetzt gleich zum Test über. Bis gleich. Machen wir mal weiter mit den lustigen Knallen. Dreimal Knallfrosch, einmal, ja, wie ich schon gesagt habe, drei verschiedene. Fangen wir mal an mit dem. Mit dem Frosch B. Mal was für kleine Kinder zum Spaß haben. Naja. So, machen wir weiter den mit Panda. Mit der schlechten Verarbeitung. Und zu guter Letzt kommt der hier. Naja, alle Knallfrösche, die sind sehr schlecht. Zum Empfehlen sind sie nett, aber ansonsten ist alles in Ordnung bei den Dingern für zwischendurch. Ansonsten sage ich, abonniert dieses Video, liked's, wenn ihr mehr sehen wollt. Liked's halt. Bis dann, meine Freunde. Ciao.